30XX, das neue Mega Man oder vielleicht doch nur eine billige Kopie. Meine Review gleich nach dem Intro. Jo Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer neuen Review. Heute zu 30XX. Ja, was soll ich sagen, Leute? Natürlich habe ich wieder keinen Plan gemacht und rede einfach drauf los und werde euch die Pros und die Kontras zu dem Spiel auf jeden Fall sagen. Um was geht es in dem Spiel? Das ist eine ganz klare Mega Man X-Kopie, aber mit dem Haken, dass es ein Rook-Light ist. Also bedeutet, ihr geht mit 0 rein, macht euer Ding, werdet immer stärker, 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 findet dann da auch Fähigkeiten, die euch erhalten bleiben, dann sterbt ihr irgendwann und ja, dann habt ihr die Sachen, die ihr da behalten könnt, die habt ihr natürlich wieder bei eurem nächsten Run, dann fangt ihr damit an, also ihr werdet immer stärker, stärker, stärker. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte das Spiel am Anfang gar nicht spielen, weil ich mir gedacht habe, ach, eine billige Mega Man Kopie, komm, das kann nur scheiße sein, aber Pustekuchen, das Spiel ist definitiv ein Knaller und man sollte sich das reinziehen, hundertprozentig sogar, gerade wenn du auf Pixel Art Games stehst und auf Indie-Games sowieso, ist dieses Spiel auf jeden Fall, ja, genau was für dich. Und auch wenn du auf Mega Man stehst, solltest du es dir auf jeden Fall sowieso angucken. Weil, sind wir ganz ehrlich, einfach total geil, Leute. Ey, ehrlich, das hat so einen Spaß gemacht zu spielen. Ich bin noch lange nicht durch. Der Soundtrack, wieder eine absolute Bombe. Ein super Soundtrack. Dazu werde ich euch sagen, Leute, ihr werdet den Soundtrack wieder öfters bei mir hören. Also dieses Jahr kamen echt krasse Indie-Game-Soundtracks raus zu den Spielen. Heftig. Die ganze Mechanik, wie du das spielst, die Steuerung ist komplett rund. Es macht Spaß. Die Gegner sehen gut aus. Die Level sehen geil aus. In den Leveln passiert auch ganz viel. Die Backgrounds bei diesem Spiel sind auch so asozial gut gemacht. Also Leute, ich kann euch das Spiel wirklich nur ans Herz legen. Auch wenn ihr wie ich keine Rook-Likes mögt. Ich mag es einfach nicht. Ich hoffe, ich spreche es auch richtig aus. Rook-Lite oder Rook-Lite, keine Ahnung. Wenn ihr die Spiele nicht mögt, solltet ihr euch vielleicht doch mal ransetzen und solltet euch vielleicht doch mal den Ruck geben. Ey, komm, ich teste es mal, weil ihr werdet meiner Meinung nach eines Besseren belehrt. Ich habe damit sehr viel Spaß gehabt. Ich habe das bestimmt jetzt 2 Stunden in Folge, also komplett durchgehend gespielt. Bin gar nicht wirklich weit gekommen, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, du kommst abends zu deiner Familie, bist gestresst, haust kurz was rein, vielleicht öffnest du dir ein Bier, dann willst du eben eine Stunde abschalten, dann packst du das Spiel rein und let's go. Und diese Stunde, die vergeht, wie als wären das 5 Minuten so. Also total geil. Was ich auch sehr cool finde, ist halt, dass du halt zwischen diesem Fake Mega Man und zwischen diesem Fake Zero wechseln kannst. Also Mega Man hat halt diesen typischen Mega Man-Style, ist blau, schießt halt durch den Arm und Zero ist halt rot und hat halt mehr so Schlagtechniken. Also Leute, ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Zieht euch das Spiel rein. Ihr werdet damit ganz viel Spaß haben. Die Gegner, wie gesagt, komplett schön durchdacht. Da haben die Leute sich auf jeden Fall, ja, ich würde schon sagen, die haben sich definitiv gut Mühe gegeben. Ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass es für dieses Spiel demnächst mal ein DLC geben wird, weil das kannst du ja eigentlich rein theoretisch, kannst du das ja frei erweitern. Wir sehen, was die Zukunft bringt. Leute, das war auf jeden Fall meine Review zu 30XX. Wie gesagt, es ist ein geiles Spiel für zwischendurch. Sollte man sich reinziehen. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel ein bisschen geschmackig machen. Leute, ich sag das hier, was ich denke. Ich habe hier mit keinem eine Kooperation oder sonstige. Es ist einfach meine Meinung. Ich rede frei Schnauze. Das ist mir auch immer sehr wichtig und ich würde euch keinen Mist erzählen, nur damit das Spiel gekauft wird und dass man sich das anguckt. Nein, Leute, wenn das Spiel scheiße ist, dann würde ich schon gar keine Review machen und ja, das sollte eigentlich jedem klar sein. Leute, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Peace!